Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Castle. So, wir wollen nach weiteren Geheimgängen suchen, die uns in die Gruft führen. Uns fehlt nämlich noch Vampirasche. Stand nicht noch irgendwas in der Bildergalerie drin über verschiedene Vampire? Ob einer von denen gestorben ist? Ich meine, viele von denen sind gestorben, aber vielleicht weiß man dadurch, welcher Vampir wir bräuchten. Andererseits, ja. So, wir sind im Bad. Spiegel haben wir nichts. Pflanze. Steht hier gut. Da habe ich mir auch schon mal überlegt gehabt, ob man das Ding auffüllen kann. Aber ja, das ist blockiert. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Mal sehen, was passiert, ob das auch irgendwann mal aufgefüllt ist. Öffne Schild, öffne Ding. Ich denke mal, bei einem Zwischenspann, wo ich was nachholen musste, ist tatsächlich eine Vampirin in einen Raum reingeraten. Von daher glaube ich, das ist einer der wenigen sicheren Räume, auch für die anderen. Also ich glaube tatsächlich, dass das so sein könnte, dass das der sichere Raum ist. So, Kamin, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es dahinter irgendwie weitergeht. Aber vielleicht mit dem Hammer? Nee, Hammer und den Ochsenkopf? Staubsauger und Ochsenkopf? Nee. Meine Vermutung wäre, dass durch diesen Ochsenkopf vielleicht eine Dings gemacht wird. Goldenes Amulett? Nee. Terpentin und Bilder vielleicht benutzen. Das wäre vielleicht mal eine interessante Möglichkeit. Seil und nee. Gemälde. Können wir Serpentin benutzen? Terpentin. Nee. Können wir das nehmen? Nee. Können wir es benutzen? Öffnen. Drücken. Ziehen. Nee, geht nicht. Bett. Moment, das war nur Gokko. Poster hier. Kann man nicht öffnen. Oder drücken oder ziehen. Nee. Alles klar. Okay, dann hier jedenfalls nichts. Hat sich jetzt hier was... Nein, falscher Raum. Hat sich jetzt hier was mittlerweile geändert? Ist das Wasser jetzt voll? Nee. Vielleicht muss man auch den Abfluss irgendwie zumachen, damit das Ding voll wird. Ein Stöpsel oder so haben wir nicht. Deswegen wahrscheinlich geht es gerade nicht voll. Aber was uns das bringen sollte... Warte mal, Kaugummi, kann man es vielleicht verstopfen? Ja, Tatsache. Es ist sauber. Wir haben sauberes Wasser. Brauchen wir sauberes Wasser? Läuft es irgendwann auch noch über? Aller, vielleicht Ablenkung für ein Dings wieder. Ablenkung wie in Zack McCracken mit der Überschwemmung, wo man auch alles verstopft hat mit der Toilette. Ha, vielleicht. Schauen wir mal weiter. Vielleicht passiert da noch irgendwie was. Da waren wir schon. Hier drin, was war denn hier drin? Das war die Bücherei mit den langweiligen Büchern. Das sind alles nur langweilige Bücher, das habe ich ja schon geschaut gehabt. Aber da eben... Nee, Moment. Doch, da. Interessantes Buch. Wir haben ein interessantes Buch. Okay. Ach, das ist doch bestimmt drücken, ziehen. Ziehe Buch. Okay. Es war klar, dass ein einziges Buch hier drin sein sollte. Kommen wir jetzt zur Gruft. Was passiert, wenn wir den Hebel ziehen? Ah,
Das kann man nur auf und zu machen, alles klar. Tom, Maliukius, bla bla bla. Gina Xupius. Jack, TV-Sacker, er lebte mehr als 5 Jahre, bevor er von den Fernseher starb. Fernbedienung, Fernseher. Wo geht's denn hier hin? Irgendetwas blockiert die Tür auf der anderen Seite. Okay, da kommt man nicht durch. Können wir unseren Vorschlaghammer benutzen? Bei dem hier. Das war doch unser... Nee. War das der hier? Der hier war's. Können wir es da benutzen? Aha. Fernbedienung. Yay. Und Vampirasche. Ja, wir können den Trank brauen. Sehr schön. Wir können den Trank brauen. Wir können den Trank brauen. Sehr, sehr schön. Lieber nochmal speichern. Und mit der Fernbedienung könnten wir... Ach, Mist. Ich habe zum Glück gespeichert gehabt. Mit der Fernbedienung könnten wir jetzt... den einen Typ da wieder was machen. Um zu sehen, was in der Dings unten ist. Okay. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte zum Wechseln gehen. Du bist doch da oben. Das passt sogar schon. So. Und dann verschwinde mal. Ach, verschwinde einfach mal am besten in den Turm. Der ist ja jetzt offen. So. Dann wechseln zu ihr. Hier rein. Und dann müssen wir warten, bis er quasi wieder fertig ist. Ja, das dauert jetzt eine ganze Weile. Das dauert jetzt eine ganze Weile. Ich bin mal gespannt, was dann passiert, wenn wir das mit dem Kragen machen. Das ist ja auch nicht so... wir haben die CD, oder? Ja, wir haben die CD. Was dann da unten passiert mit dem Kragen. Wie gesagt, kann sein, dass das für ein anderes Ende nötig ist. Kann aber auch sein, dass das nicht für ein anderes Ende nötig ist. Genauso wie zum Beispiel Cola. Ich glaube ja immer noch, dass wir die Cola an die fleischfressende Pflanze geben müssen, um an der vorbeizukommen. Aber da müssen wir anscheinend ja auch noch was zu essen geben. Vielleicht wäre da eine andere Pizza nötig gewesen, dass auf einer anderen Pizza kein Knoblauch drauf gewesen wäre, sondern irgendwas anderes, was wir der fleischfressenden Pflanze hätten geben können. Ich weiß nicht mehr, was auf den anderen noch drauf war. Wir hatten ja noch zwei andere. Oh, erst einmal müssen wir natürlich auch noch mit der Fernbedienung wechseln. Benutze Fernbedienung mit Fernseher. I do not like this. Change the TV-Channel. Okay, wir haben es anscheinend schon gewechselt. Das ging jetzt schon. Okay. Jetzt warten, bis der fertig ist. Dann das hier machen. Und hier hinten rein. Und sobald... er wieder da ist, lenken wir ihn wieder ab, dass wir hier wieder rauskommen. Bin echt gespannt, ob das jetzt klappt. Also Kanal zu wechseln hatten wir schon. Das ging auf jeden Fall ohne Probleme. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm. So, er ist fertig. Sehr gut. Dann schnell benutze das hier mit denen. Ich habe eine Szene aus Fluch der Karibik 10 aufgenommen und dann verschwinden wir wieder. Und wechseln zu Roger, der dasselbe nochmal von vorne macht, um ihn wieder abzulenken, damit wir wieder durchkommen.
Ja, du mit deinem Fernsehen. So. Halt. Geh rein. Wechseln und dann können wir wieder hier rausgehen. Sehr gut. Ah, das läuft gerade. Das läuft gerade sehr, sehr gut. Krake war, glaube ich, da drüben, oder? Lieber nochmal speichern. Genau, Krake war hier. Jetzt bin ich gespannt. Was passiert denn? Benutze, öffne den Dings. Benutze die DVD. Schließe das Ding und dann. Er ist entsetzt. Mann, ist das laut. Okay, und wenn ich den Dinger wieder ausschalte? Ah. Aber was hat uns das jetzt gebracht? Was hat uns das jetzt gebracht? Ich habe keine Ahnung. Gar nicht glücklich aus. Ja, weil das ja das abgezeichnet wird. Aber was bringt uns das jetzt? Dahinter ist ja diese Vase, die wir haben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn da irgendwas ist, dass da. Ja. Also ich habe keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat. Wir gehen mal runter. Vielleicht dauert es ja auch eine Zeit lang, bis da irgendwie was passiert. Vielleicht. Ah, der ist wieder fertig. Okay, das ist in Ordnung. Wir gehen runter und brauen jetzt erstmal einen Trank. So, auf hoher Flamme hieß es. Ich drücke erst nochmal auf den Knopf. Dann geht's auf hohe Flamme. Das Ding hierher. So, und dann speichere mal, dass da nichts schief geht. So, was stand denn auf dem Brief jetzt? Ah, what a bathroom. Flood the bathroom. Okay, da ist also tatsächlich irgendwas passiert. Wir haben anscheinend jetzt oben eine Überschwemmung angerichtet. Okay. War gut, dass wir das laufen haben lassen. Folgende Zutaten, bla bla bla, großer Flamme. Knoblauch, Reiskorn. Ein Reiskorn war das, gell? Alles nur einmal. Also erstmal Knoblauch. So, Knoblauch, Reiskorn und dann Rabenei. Knoblauch, Reiskorn. Rabenei. So. Knoblauch, Reiskorn, Rabenei und dann die Asche. Und dann drücken wir und es passiert ein grüner Trank. Da die anderen, wenn die anderen Tränke. Es ist ein Gift zum Töten von Vampiren. Hat also geklappt. Ich wollte gerade sagen, die anderen Tränke waren ja, entweder lila oder schlecht oder sowas. Aber sie sagt ja auch, wir haben also diesen Trank fertig. Dann müssen wir jetzt nur noch finden, wo dieser Dings ist. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Ich will nämlich wissen, was das mit dem Badraum auf sich hat. Ob wir da jetzt nochmal was machen können. Oh. Wie sieht aus, als ob das Wasser von oben kommt?
Brauche ich das Papier? Kann man da was machen mit? Ich müsste das Bild zuerst zur Seite legen. Okay, in dem Bild. Ach, guckt euch das mal an. Aha, eine Tür. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, das ist nur ein anderer Weg, um hier reinzukommen. Falls wir das eine Buch nicht gefunden hätten. Okay, sehr, sehr schön. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hoch. Was passiert denn oben? Wenn ich jetzt hier die... Aha. Ah ja, da läuft einfach nur das Wasser über. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber die Gruft haben wir immer noch nicht gefunden. Also, wir haben die Gruft von den toten Vampiren gefunden, aber nicht von den Lebenden. Und das hieß, es gibt immer noch einen Geheimgang. Den Geheimgang, den wir gefunden haben, der war also nur für Dings da gut gewesen. Da haben wir schon geschaut, da war irgendwie nichts. Ich glaube zwar auch, dass da ein Geheimgang ist, aber ich wüsste jetzt nicht was, wie, wo. Bibliothek waren wir schon, genau, und danach wollte ich ja noch schauen. Da habe ich aufgehört zu schauen, ob wir noch irgendwie was finden. Da war nichts drin, das haben wir schon genau geschaut. Was waren hier drin? Ja, da ist der Oktopus dahinter. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit dem Oktopus noch machen soll. Also, das ist so schwierig zu machen mit dem TV-Sender, das aufnehmen und das abzuspielen. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Oder müssen wir jetzt das andere abspielen, nachdem er erstmal Angst gekriegt hat, ein bisschen Aggression machen mit Dings. Ach, das hat mich gerade total erschrocken. Falls er versteht, was ich meine. Dass wir jetzt, wo er Angst hat vor dem Ding hier, wenn wir jetzt Terminator machen, dass er dann anders drauf reagiert. Ich meine, das könnte man mal probieren. Halt, erstmal Gemälde. Ist hinter dem Gemälde irgendein Geheimgang? Hinter dem hier? Beim einen hat sie ja auch das Ding Terpentin, warte mal. Kriegt man da mit Terpentin das Blut weg hier? Ja, tatsächlich. Ah, die drei Gemälde zeigen zusammen. Ja, okay. Dann ist dieser Raum jetzt hier auch sicher, weil hier die Dinger nicht reinkommen. Die Vampir-Lady nicht reinkommt wegen den Kreuzen. Okay. Bringt uns jetzt nicht weiter, aber hat uns ein bisschen was gebracht. Da war mal gerade schon drin gewesen. Was war hier drin? So. Ist hier vielleicht irgendetwas? Hm. Ich wüsste auch nicht, was hier sein sollte. Ja, aber da macht sie ja auch nicht wirklich was mit. Also den Kopf nimmt sie nicht wirklich mit. Und hier wüsste ich jetzt auch nicht, was wir machen sollten mit dem Kamin. Und mit dem Kopf können wir leider auch nichts machen. Nicht mit ihr jedenfalls. Ist hinter dem Bild vielleicht irgendwie was?